Jessica hat Schmetterlinge im Bauch. Die angehende Krankenschwester träumt nur noch von Oberarzt Philipp. Doch ihre aufkeimende Romanze steht unter keinem guten Stern. Jessica, Nina Enzmann, hat in letzter Zeit einiges durchgemacht. Nachdem der angehenden Krankenpflegerin vorgeworfen wurde, dass sie einem Patienten die Uhr gestohlen hat, wurde sie vorläufig suspendiert. Am Tag der Anhörung lief Zoe, Lara Dandelion Seibert, plötzlich bewaffnet durchs Krankenhaus und schoss auf Jessica. Doch das nächste Drama lässt nicht lange auf sich warten. Durch die Rettung eines jungen Mannes schaffte es Jessica auf die Titelseiten der Berliner Zeitungen, was bei ihren Kollegen jedoch gar nicht gut ankam. Sie warfen ihr vor, mit allen Mitteln im Mittelpunkt zu stehen. Doch Jessica ließ den Kopf nicht hängen und setzt sich neuerdings für ein Projekt, das die Personalinteressen vertritt, ein. Dadurch hat sie immer mehr mit Philipp, Jörn Schlönvogt, zu tun. Jessica hat sich in Philipp verknallt. Jessica bekommt den attraktiven Oberarzt einfach nicht aus ihrem Kopf. Seit der Geiselnahme im Krankenhaus haben die beiden ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Mittlerweile verfolgt er sie sogar in ihren Träumen. Sobald Jessica die Augen schließt, gehen die beiden auf Tuchfühlung. Wird ihr Traum bald Realität? Erwidert Philipp ihre Gefühle? Eigentlich steht für den Mediziner Professionalität unter Kollegen an erster Stelle. Und auch Jessica will alle weiteren Gerüchte um ihre Person vermeiden. Doch kann sie ihre Gefühle einfach abschalten? Werden sie und Philipp womöglich doch ein Paar? All das erfahrt ihr in den nächsten Folgen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Immer montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL oder vorab bei RTL+.